Ich weiß jetzt nicht, ob ich heulen soll oder ob ich ausrasten soll. Am liebsten würde ich diesen Grill jetzt nehmen und voll gegen die Wand kloppen. Ich will dieses Ding hier abschrauben, weil ich mir eine Gasflasche besorgt habe, um diese scheiß Polen hier nicht mehr zu kaufen, die kleinen. Grüß dich, heute geht es um das Thema Grillen. Ich bin gerade dabei und heize den Grill ordentlich ein. Wir haben ein paar Garnelen drauf, weil Steffi nebenbei die Spaghettis macht. Ergebnis könnt ihr euch am Ende des Videos ansehen. Heute geht es um den Grill, besser gesagt um das Untergestell. Nämlich das hier im Hintergrund, das habe ich komplett selber gebaut. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Einmal mit ganz, ganz viel Werkzeug und einmal auch ohne viel Werkzeug. Beide Varianten werde ich dir gleich mal erklären. Warum, weshalb ich mir einen Unterstand gebaut habe, beziehungsweise was Mobiles, weil ich einmal A, den Grill nicht die ganze Zeit der Witterungsverhältnisse hier auf dem Balkon aussetzen möchte. B, dass der mobil wird, das heißt, dass ich mal hier entschieben kann oder da auf dem Balkon oder über Winter auch mal in das kleine Kabuff, also wir nennen das da hinten, Kabuff. Und ja, da hast du gerade einen kleinen Teich gesehen. Darüber gibt es auch ein Video. Verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung mit Aquariumglas. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und was mich noch gestört hat, ich musste, um den Grill zu betreiben, solche Propangas-Kartuschen kaufen, 450 Gramm. Ja, halten vielleicht für 20 Mal Grillen oder 15 Mal. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Deswegen brauchte ich auch irgendwie ein Untergestell, wo ich eine Gasflasche verstecken kann. Und dann war noch ein Grund, es gibt ja vom Weber, also das ist ein Weber-Grill, gibt es auch solche Untergestelle. Und dieser Grill liegt bei 250 Euro, was schon sehr, sehr teuer ist, wie ich finde. Und meine anderen Grills, die waren früher immer so im Preiswert 100, 150 Euro, sind aber viele mit der Zeit kaputt gegangen. Deswegen habe ich mich mal für einen Weber-Grill entschieden. Und was mich gestört hat, ist, dass dieser Unterbau grottenhässlich aussieht. Sorry an Weber, aber ist echt hässlich. Und dann hat er noch so Beistelltische oder so Tische zum Rausziehen. Und das Ganze liegt da mit Grill bei 400 Euro. Also ist echt heftig. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze selber zu bauen. Wie ich das Ganze mache, zeige ich dir in diesem Video. Und das Video ist gesponsert von JP1880 Herrenmode von der Größe L bis 8XL. Beispielsweise habe ich jetzt dieses T-Shirt hier an. Und einen passenden Rabattcode findet ihr nochmal unten in der Infobox verlinkt. Und dort findet ihr auch nochmal einen Link von JP1880. Dort sind alle meine Kleidungsstücke, die ich mir dort bestellt habe, alle meine Outfits sind dort nochmal aufgelistet. Also ein extra Reiter Mr. Handwerk, da könnt ihr euch ein bisschen umsehen. Ich stelle mir nämlich die Outfits immer selber zusammen und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Vor allem die Sommerkollektion hat es mir wirklich angetan. Von Badehosen zu Shorts, zu Bolo-Shorts, zu Cappies ist wirklich für jeden etwas dabei und vor allem jede Größe, von Größe L bis 8XL. Und jetzt geht's weiter mit dem Grill. Also ich werde das Ganze mal heute hier zu Hause abdrehen und euch so ein bisschen erklären, wie ich das Ganze gemacht habe. Es ist wie gesagt ganz, ganz einfach. Ihr braucht auf jeden Fall einen Akkuschrauber, ein Bohrset, ein Vorbohrer, Möbelrollen, ein bisschen Holz, ein bisschen Farbe, ein bisschen Holzschutzlasur und zwei Bleche. Werde ich dir alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wie gehen wir vor? Ganz einfach. Es fing eigentlich an, dass ich ganz, ganz viel Späne brauche für unsere Meerschweinchen. Denn die machen einmal die Woche sauber und die verbrauchen Unmengen an Heu bzw. an Holzspäne. Und jeder kennt es, der zu Hause Nagetiere hat, einen Hamster, Meerschweinchen, Hasen, dass die ganz, ganz viel Späne brauchen, weil der Urin wird aufgesaugt. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich ein bisschen gehobelt in der Werkstatt, weil es Sonntag war und die Geschäfte hatten zu und wir hatten keine Späne mehr. Und dann dachte ich mir so, ich hobel mir mal kleine Leisten. Das sind nämlich die hier im Hintergrund. Und das habe ich wirklich meterweise gemacht. Das heißt, das Ganze erstmal auf mal Länge zugesägt mit der Kapp- und Gärungssäge und dann das Ganze gehobelt. Und dabei sind diese kleinen Leisten entstanden. Die sind 20 mm breit und 10 mm hoch für diejenigen, die das nachmachen wollen. Und das Ganze ist Lärche. Für diejenigen, die das nicht nachmachen wollen bzw. nicht die Möglichkeiten haben, geht einfach in den Baumarkt und kauft euch einfach Dachlatten. Gehobelte Dachlatten, nehmt das kleinste Maß und dann holt euch so einen Schwung Dachlatten und dann könnt ihr es genauso gut nachbauen. Der nächste Step ist dann, dass wir uns die Unterkonstruktion machen und das kommt natürlich je nach Grill drauf an, was du für einen Grill hast. Wir haben jetzt einen recht kleinen Grill, das heißt, das Ganze ist 60 breit und 35 cm tief. Das heißt, ich habe mir einen Rahmen einfach zusammengeschraubt und das ist stumpf.
Ich habe dabei aber Edelstahlschrauben verwendet, damit das Ganze, wenn es mal draußen steht, nicht irgendwann anfängt zu rosten. Das war mir ganz, ganz wichtig. Verwendet oder tut mir einen Gefallen, wenn ihr irgendwie Outdoor-Projekte habt, dann verwendet bitte jedes Mal Edelstahlschrauben. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr irgendwann mal das Ganze zerlegen wollt oder durch einen Umzug irgendwie ja, zerlegen müsst beispielsweise und dann reißen euch die Schraubenköpfe ab, weil die Schraubenköpfe schon angefangen haben zu rosten und das passiert euch bei Edelstahlschrauben nicht. Was ganz wichtig ist bei Edelstahlschrauben, dass ihr das Ganze vorweg vorbohrt, weil Edelstahlschrauben reißen auch ganz schnell und gerne, weil die ja sehr, sehr hart sind. Das solltet ihr unbedingt beachten. Am nächsten Step habe ich mich dann beigemacht und erstmal die Latten hier erstmal eingeölt, besser gesagt mit einer Holzschutzlasur lasiert. Das Ganze habe ich zweimal gemacht mit einem Zwischenschliff und das Ganze in Ruhe trocknen lassen. Bitte nicht in die Sonne stellen, sondern wirklich im Schatten, damit das wirklich das Öl oder die Lasur nicht irgendwie auf die Sonne reagiert. Im Anschluss habe ich dann mein Gestell zusammengeschraubt und das Ganze habe ich dann auch grundiert, einmal mit einer Holzschutzgrundierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr da einfach nur Farbe drauf sprühen würdet oder mit einem Pinsel Farbe auftragt, dann saugt das Holz unheimlich ganz, ganz viel Farbe weg und ihr habt irgendwie das Ergebnis, dass das Ganze, ja, den Farbton habt ihr nicht, diesen satten Farbton wie jetzt hier. Deswegen müsst ihr vorweg eine Holzschutzgrundierung auftragen. Dann das Ganze nochmal zwischenschleifen und dann könnt ihr das Ganze lackieren oder sprayen, so wie ihr möchtet, mit dem gewünschten Farbton. Ich habe mich jetzt hier für Anthrazit entschieden, weil ich diesen Kontrast sehr, sehr toll fand zwischen hellen Holz und dunklen Untergestell. Dann brauchen wir natürlich zwei Böden. Einmal diesen Boden hier, wo der Grill draufsteht. Und bitte nicht wundern, da seht ihr jetzt ein Stahlblech drauf, erkläre ich euch gleich warum, weshalb, wieso. Und unten haben wir auch noch mal einen Boden. Das ist Siebdruckplatte. Siebdruckplatte ist beschichtet von beiden Seiten und ist wasserresistent, will ich mal sagen. Also wenn ihr euch das im Wasser schmeißt, dann wird es irgendwann wahrscheinlich sich vollsaugen mit Holz, mit Wasser. Aber so ist es wirklich sehr, sehr gut für Outdoor oder für den Outdoor-Bereich. Ne? Einmal unten, einmal oben gibt es hier mit einer glatten Schicht und außen ist eine raue Schicht. Gibt es aber auch mit glatt, gibt es aber auch in weiß. Ich werde euch mal unten einen Link hinzufügen, da könnt ihr euch das Ganze bestellen auf Maß, wenn ihr beispielsweise keine Tischkreissäge habt. Genau, und darauf habe ich jetzt zum Schutz, falls mal hier irgendwie Öl oder Fett runtertropft oder auch durch die Hitze, es ist ja letztendlich noch immer Holz, habe ich einfach ein Stahlblech angebracht. Ich hatte noch zwei Reste übrig gehabt und die habe ich einfach verschraubt. Hier sind auch Edelstahlschrauben, ist ein bisschen witzig, aber falls man das Ganze mal irgendwann tauschen möchte, dann ja, sind die Schrauben nicht angerostet, man kann das Ganze ganz, ganz einfach tauschen. Das ist einfach ein Hitzeschutz. Hier unten ist allerdings nicht mehr so viel Wärme, aber trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr da ein Blech einarbeitet. Im Übrigen habe ich das Ganze mit den Undercover Jig verschraubt. Das ist ein Tool von Wolfcraft. Damit könnt ihr schräge Taschenmulden in die Tischplatte beispielsweise einfräsen oder bohren. Und dann könnt ihr das Ganze verschrauben, so dass man das Ganze nicht sieht. Man sieht es jetzt von unten, aber hier seht ihr jetzt keine Schrauben. Ne? Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen für euch. Ihr hättet natürlich das Ganze von hier verschrauben können. Und da kommt nachher die Leiste drüber. Dann sieht man das Ganze auch nicht mehr. Dann habe ich mich für Rollen entschieden. Die sind ungefähr 60 mm aus Vollgummi in Transparent. Die hatte ich noch übrig gehabt. Finde ich ganz schick, passt ganz gut zum Design. Die habe ich einfach von unten verschraubt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das Ganze anzubringen. Da gibt es natürlich viele, viele Varianten, um so Leisten anzubringen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Ganze mit einem Druckluftnagler zu machen. Wie ihr seht, sind hier ganz kleine Nägelchen, die man sehen kann. Kann man natürlich nochmal zuspachteln und dann lackieren. Ich habe es so gelassen, weil letztendlich ist es ein Gartenprojekt und es fällt auch, wie gesagt, von der Ferne fällt es fast gar nicht mehr auf. Ich habe es so gemacht, dass die komplett durchgehen in der Front und die seitlich gehen dann hier auf Stoß. Man hätte es auch auf Gärung machen können, aber ich finde es aber ganz schön, dass man hier die Jahresringe noch sehen kann. Genau, links und rechts habe ich noch meinen Möbelgriff angeschraubt. Der ist noch übrig geblieben von unserer Küche aus der Werkstatt. Und den kann man natürlich super als Griff nutzen, um das Ganze hin und her zu schieben oder einfach für eine Grillzange. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heulen soll oder ob ich ausrasten soll. Am liebsten würde ich diesen Grill jetzt nehmen und voll gegen die Wand kloppen. Aber es gibt ja die Typen, die ausrasten, die richtig ausrasten.
Und eigentlich bin ich auch so einer, aber irgendwie bin ich gerade richtig, kann ich mich richtig beherrschen. Alter, ich könnte mit Schimpfwörtern rumschmeißen, ne? Ich will dieses Ding hier abschrauben, weil ich mir eine Gasflasche besorgt habe, um diese scheiß Polen hier nicht mehr zu kaufen, die kleinen. Und dann reißt mir einfach dieses Gewinde ab. Mann, ey. Es ist der ganze Grill im Arsch. Der kostet 300 Euro oder so. Hier ist das Gewinde hier unten komplett weggerissen. Mann, ey. Hier löst man das doch, oder nicht? Hier hält man fest, hier schraubt man ab. Oder wo? Hier nicht. Ey. Der ist gerade mal zwei Jahre alt oder so. Wir wollen Samstag grillen, weil die Kleine hat Geburtstag. Ich habe gesagt, ich baue den Wagen fertig. Hier steht er. Es ist das abgerissen. Ich kann jetzt auch kein Gewinde ausschneiden. Das ist Gas, Alter. Das ist doch lebensgefährlich. Wenn da was passiert, ist der Versicherungsschutz weg. Mann, ey. Wie kann denn sowas festgammeln? Ja, geil. Machen wir jetzt mit dem Grill. Ersatzteillager oder was? Scheiße. Ja. So, meine Freunde, ich habe mich wieder beruhigt und ich konnte den Grill retten, wie ihr sehen könnt. Also er läuft wieder. Und zwar, wie der Zufall es will, kam mein Vormieter an zur Werkstatt. Und der ist übrigens ein Schlosser, beziehungsweise hat auch Ahnung von Schweißen, allen möglichen Varianten und Formen. Und der hat sich das dann gleich angeschaut, weil er natürlich auch Gewinde schneiden kann. Und er meinte zu mir, hier diese kleine Kerbe, das ist mal ein Zeichen, dass es ein Linksgewinde ist. Er hat das dann lösen können und dann haben wir herausgefunden, dass das Ganze miteinander verklebt war. Ja, und dann haben wir mal ganz schnell Google gefragt und hat uns dementsprechend das passende Ersatzteil auch angezeigt. Ja, und was sagt uns das? Geduld oder sich mal ganz kurz zusammenreißen wirkt wirklich Wunder. Denn ich war wirklich kurz davor, den Grill hier gegen die Wand zu kloppen. Und hätte dann 300 Euro zerstört. Ne? Und der Sinn dahinter war jetzt für diesen Unterschrank, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die sich so einen Grill kaufen, aber nicht bereit sind, so wie ich, 400 oder 500 Euro auszugeben für diesen, ja, klapprigen Untergestell mit den ausfahrbaren Tischen. Also sieht nicht so stylisch aus. Ich finde, in Verbindung mit Holz sieht das ganz cool aus. Und das war vorher die Methode, den Grill hier zu beheizen. An der Seite war nämlich so eine Halterung mit zwei Schrauben fixiert, die habe ich jetzt wieder abgenommen und da hing das Ganze drinne und die ging wirklich ganz, ganz schnell leer. Deswegen, ich habe noch vier Stück übrig, aber deswegen habe ich jetzt unten eine Gasflasche sitzen und kann jetzt beliebig grillen. Die Gasflasche ist ausgestattet mit einem Druckregler, dass ich das sehe, wie voll die Flasche noch ist. Und übrigens dieses Thermometer hier habe ich mir auch nachträglich angebaut. Liegt bei 20 Euro, habe ich einfach ein Loch durchgebohrt und das Ganze dann festgeschraubt. Also ist alles mit dabei. Genau. Und tut, was es soll. Ja, und das war es auch gewesen von diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Terrassen, Gartenprojekte von uns. Ich werde euch mal hier zwei Videos verlinken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns beim nächsten Projekt begleitet. Dort bauen wir nämlich einen Leuchtturm am See. Richtig, ein Leuchtturm am See. Wenn du das sehen möchtest, dann unbedingt abonnieren und die Playlist dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bis dahin und viel Spaß beim Nachmachen.